So, das Drama geht weiter. Ja, in der Tat. Ob wir das endlich schaffen werden? Fraglich. Wundert euch nicht, wenn nachher das Video vollkommen zerstört ist. Ich versuche gerade etwas anderes, also... Könnte irgendwie nur sein. So Fragmente. Ja. Also ich gehe nicht von aus, aber es könnte theoretisch irgendwie sein. Ich warne einfach mal präventiv vor. Ach komm, das war unnötig. Ach, dammit. Du hast mich verwirrt, ich habe auf deinen Roten geguckt und gedacht, dass du ich wärst oder so. Nein! No, ah. Nein! Na, dammit. Ich hoffe wenigstens, das Spiel erlaubt uns jetzt, oder beziehungsweise unsere Internetverbindung, dass wir das endlich mal zu Ende führen. Gerade hatten wir ja so leicht. Ja. Shit. Was ist das für ein Petter? Warum? Ich krieg das Petter nicht mal hin, 100%. Das ist schon bitter. Vor allem sterben wir gerade ziemlich gleich. Oh, ey, warum? Oh. Ja, danke. Und dann sterbe ich da unten, weil ich keine Ahnung mehr habe. Ich weiß noch wie... Das war dumm. So. Gut, ich bin ja weit gekommen. Das lief ja sauber. Oh nein, das kann man doch keinem mehr antun. Was ist das? Selbst optional ist es nichts mehr. So, was? Das war richtig dämlich. So, Musik mal ein bisschen leiser gemacht. Die dröhnt mir ein bisschen zu laut. Oh, What the fuck? Hast du gerade bei mir irgendwie geleckt oder? Also bei mir lief alles normal. Sah sehr komisch aus. Ich bin gerade nur am dämlichsten Tod überhaupt gestorben, aber sonst... Oh nein! Ich hab das Springen vergessen. Das war der zweite dämliche Tod. Der war nicht so dämlich wie der eine gerade. Was? Aber hey, ich komme immerhin relativ oft dahin. Relativ ist auch mal eine Aussage. Oh Mann. Ach, leck mich. Relativ manchmal häufig. Des Öfteren. Ja, gelegentlich. Unter Umständen könnte das schon mal vorkommen. Möglicherweise. Jetzt kommt das freudige synonyme Raten. Schauen Sie sich eine Folge von Bloody Trapland an und Sie werden schon sehr viel eloquenter. Du hässliche Lava da unten. Hässliche Lava, das ist auch super. Ja, das Petter war komisch. Vorher hat das immer gepasst. Was war das? Mir kam so vor, als wäre ich langsamer gefallen als sonst. Echt? Ja, ja. Gefühlt zumindest. Oh, das ist so unnötig, der Anfang. Ja, tot. Das war wieder so Expertenleistung irgendwie. Tot, ja, das war klar. Das war dumm. Mann. Ich krieg das Petter nicht mehr, das hat sich verändert. Die haben was nachgepatcht. Naja, das Petter ist ja auch nicht so hundertprozentig gleichmäßig. Ja, wegen dem Pendel. Oh. Du hast mich abgelenkt. Mann, das ist so unfair. Wir schaffen es ja nicht mal, wenn wir es da unten in 2 oder 3 Minuten. Das ist so traurig. Und ich muss mich nur drüber kaputt lachen. Also ein paar Mal habe ich schon geschafft. Ein paar Mal, das kann man eine Hand drüber bestimmt abziehen. Super. Ja, vor allem, wir sterben jetzt richtig dämliche Tode. Wir sterben an diesen Kackstacheln.
Wir schaffen den Sprung oder dieses Drehteil zu überwinden, aber das war es dann. So. Ja. Hoffentlich ist dieses scheiß Level bald vorbei, ernsthaft. Nein! Ja, sowas passiert nämlich. Das bin ich traurig, auch jemals? Geht gegen unser Prinzip, das abzubrechen. Ja. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Oh nein, nicht nochmal. Ja, eben, wir sind so ziemlich unserem Prinzipien treu, sagen wir so. Wir würden niemals etwas abbrechen, auch wenn es vielleicht mal etwas länger dauert. Ja. Oh. Siehe Eternal Legends und Spider-Man. Ich habe das aber jetzt hinbekommen, dass es relativ gut aufnimmt wieder. Ah. Ist aber echt schon komisch, dass ich einen Treiber nutzen muss, der irgendwie 1,5 Jahre alt ist. Ja, weil könnte AMD sein. Irgendwas verkackt hat. Ja, sicher. Manchmal ist älteres tatsächlich besser. Never touch a running system und so. Ach Mann. Aber wegen Projekten, die noch Zeit brauchen, ne? Slender. Ja, hast du fast fertig. Ja, im Grunde ja schon, aber... Also ich finde den Schnitt eigentlich gar nicht schlecht, so alle 200 Tage ein Part. Ist doch okay. Steht der Schnitt überhaupt noch? Also er war etwas zu hoch angehoben mit 200. Es sind bestimmt noch keine 200 Tage, aber so 100... Ja, wobei, Moment, mittlerweile... es sind ziemlich genau vielleicht 200, denke ich mal. Das war die dümmste Aktion ever gerade. Ja, irgendwie schon. Und wir waren beide... wir waren nicht, beide so dämlich. Wenn die Wahrscheinlichkeit, wie ich nach unten kommen will, höher wäre... Ey, du bist schon mal weiter als ich wieder. Nein. Ja, irgendwie schon. Ich krieg den ersten Dings nicht mehr. Warum bin ich da jetzt nicht gestorben? Super. Yay. Wir wären aber beide gestorben, der Stachelwader. Nein! Das war einfach die Leertaste. Wie ich das Pattern nicht mehr drauf kriege. Aber wenn wir jetzt da oben verrecken, dann haben wir ganz schlechte Karten. Nein! Ich hab nur den Lava-Dings gesehen und wollte deswegen nicht mehr springen und... Also das war auch schon dämlich. Ich konnte mich nicht mehr bremsen. Das war dieser Problem. Lava-Sound, der schreit schon nach, du hast gefailt. So... Nein, warum springe ich denn da zu hoch? So... Leertaste, das ist nicht nett von dir. Okay. Oh Mann, hallo. Jetzt beginnt der Spaß. Oh ja. Es ist so spaßig, ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Warum komme ich da nicht mehr durch? Ja, wahrscheinlich, weil ich meine Leertaste nicht schrotten will, aber... Mann, das gibt's nicht. Ich mag das Level nicht mehr. Ich mag schon längst nicht mehr. Ja, gut, das kann man auch so sagen. Ich probiere es mal mit anderen Tastenkombi. Einmal Warum hoch, nicht? Einmal kurz, springen. Scheiße. Oh, wirklich. Natürlich. Das war voll die Kamikaze-Aktion. Trotzdem hast du es überlebt. Ja, ja. Ich weiß aber auch nicht wie. Also dämliche Tode kann ich. Das ist einfach noch traurig. Was? Ich bin da nicht gestorben. Wir müssen hier mal kurz den Part unterbrechen. Ich muss kurz was helfen. Okay. Also wir sehen uns nach dem Cut wieder. Jo.
So, nach einem Cut, der ungefähr eine Stunde fast gedauert hat. Oh ja. Geht's weiter. Es ist so schrecklich. Ja, dieses Level ist zum Kotzen. Was? Na gut, ich hab mich auf dieses Laser, genau, auf dieses Lava-Ding nicht geachtet. Naja, es hat dich getot, gelasert, lavert. Genau. Es ist beides Hitze, passt schon. Es ist schizophren. Genau. Ja, genau. Fuck. Da hat das Timing nicht mehr gepasst. Aber ja, man muss jetzt fairerweise sagen, ich habe auf YouTube in der Zwischenzeit mal eben geguckt, wie es jemand gelöst hat. Und es ist das Petter, dass man halt den ganz linken, dass man dem quasi hinterher springt, diesen ganz drehenden Teil. Und dann klappt das normalerweise. Ja, das Problem ist aber immer noch die Kanone oben, finde ich. Ja, stimmt. Der musst du einmal auf dem Block, wo das Ding sich dreht, ausweichen, auf dem ersten. Ja, genau, du mich auch. Ja, nein, das ist kein Scheiß. Ja, ja. Das ist ernst gemeint. Ich weiß, das war auch eher so, ach, leck mich. Ach so. Ich finde den Anfang gerade am nervigsten, weil ich den irgendwie nicht mehr hinkriege. Ja, Ja, da bin ich jetzt schuld gewesen. Oh, das ist aber auch mehr als nur ist so schrecklich. Ich würde schon gerne ein Projekt zu Ende bringen, was 500 Tage und mehr läuft. Ach nein, Bloody Trapland ist ja mein kürzestes, stimmt ja. Das läuft ja, glaube ich, nur ein Jahr mittlerweile. Ich weiß echt nicht, wann wir das angefangen haben, aber ein Jahr kommt hin, ja. Ja, das letzte Mal, als ich mal meine Projekte gezählt habe, wie viele Tage es sind, war Bloody Trapland um die 340 Tage. Also dürfte es jetzt ein Jahr haben etwa. Oh, das war so dämlich. Ich hasse solche Tode, ich hasse sie. Wenn das eigentlich voll unnötig ist und man den Versuch garantiert hätte besser machen können. Ja, super. Das war richtig geil. Genau den gleichen Tod habe ich gerade eben auch gemacht. Ach so. 1:1 vor dir. Also. Ich habe dich einfach nochmal nachgemacht. Passt schon. Oh. Bis zum Mäusemecken. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass diese Pendel nicht ganz genau sind. Manchmal sterbe ich, obwohl ich das gar nicht irgendwie erwarte. Ja, das ist... ganz komisch. Und dass die Steuerung manchmal irgendwie auch... Hä? Jetzt schon wieder. Und was ich auch manchmal seltsam finde, ist die Steuerung. Ich drücke die Taste wirklich nur ganz leicht. Er macht aber einfach da, wie jetzt, keinen kleinen Sprung. Er macht es nicht. Okay. Das verstehe ich nicht, warum. Geil. Ja. Ja, da ist das Problem, dass er einen kleinen Sprung machen muss irgendwie. Das ist das Problem. Versuch einen kleinen Sprung mitten in der Hektik zu machen. Ja, toll. Natürlich springe ich herüber. Nee. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Projekt hier nach angenehmer wird. Ach so, welches ist denn das? Ich weiß zwar noch nicht mit wem, aber Magicka. Ah. Magicka dürfte angenehmer werden, ja. Das ist nicht so ein typisches Frustspiel. Also da kann man auch schon gefrustet sein wegen Bossen, aber... Ja, das stimmt, aber... nicht so in der Art wie hier. Vor allen Dingen habe ich das Spiel auf 100% gezogen und da gab es viel schlimmere Sachen, als das Spiel nur durchzuspielen. Mhm. Mit ohne sterben. Ja, mit ohne, das war Absicht. Ja, in gewisser Weise ergibt es Sinn, in gewisser aber auch nicht. Aha. Naja, in so einem Zusammenhang passt das schon eher, dass man es geschafft hat, indem man ohne Sterben es gemacht hat, also mit ohne Sterben. Eben. Also da passt das noch. Ja. Oh, ich
Ich höre, dass gerade die Tür aufgeschlossen wurde. Ich glaube, das ist nicht gut. Wir sind eh gleich. Relativ. Meine. Ja, das stimmt. Mann. Mann. Ja. Oh. Dieses Pedder. Yay. Du bist gestachelt und hast mich vorgetötet. Das ist sehr gut. Ah, da war ich zu hektisch. Aha, das ist schrecklich. Das sind die unnötigsten. Ja. Und derer leider viel zu viele. Okay, ich lasse dich den Versuch noch machen dann. Ja, so viel geil. Dazu. Okay, hier geht's im nächsten Part weiter. Bis dann. Bis dahin, ciao.